weiß, wie es ist, mehr auch nicht. Also ich guck wenig Videos auf YouTube, eigentlich gar nichts. Was ich halt eher ein bisschen Videos halt zur Aufklärung, sagen wir mal, zur Sex. Na, einfach Politik, alles Mögliche. Bin ja da sehr interessiert. Und rechtsradikaler Nazi. Bestimmt. Was auch wieder nicht ganz weiß, denn Nazis gibt's ja nicht, so gesehen. Identitäre Bewegung. Passa. Sind ja nicht existent. Geht alle zur identitären Bewegung, passa, dann ist alles gut. Malik. Ja, aber einfach Informationen, mal schaut, wie die Massenmedien uns belügen. Deswegen heißen sie ja Massenmedien. Zum Beispiel neulich war irgendwie so ein Video auf ARD. Und das hatte 700 Kommentare oder so. Und die waren und 2900 Dislikes, 24 Likes. Irgendwie ja, mit der Ukraine. Und dann haben die auch den Kommentarbereich gesperrt, weil alle Kommentare dermaßen, sag ich mal, alles gegen die ARD waren. Das da sieht man mal, wie die Medien uns belügen, ne? Na, wie gesagt, aber ich guck's mir also sehr wenig Videos an, sag ich mal, von YouTubern oder von wo es um Spaß geht, wo es um Spiele geht oder sowas. Eigentlich so gut wie gar keine. Also eher Pornos. Nee, auch nicht. Ja. Nee, also herzlich wenig. Interessiert mich, weil ich hab genug anderes zu tun. Ich find's immer lustig, wenn Leute zu mir sagen, dass ich doch eh so viel zocke und so, ich soll mal was anderes machen, ich soll mal rausgehen und so. Ja, es ist halt jetzt scheiße, weil ich hier noch nicht, weil ich noch auf Krücken gehe und erst in ein, zwei Monaten dann, ja, damit rechnen kann, dass ich jetzt wieder gehen kann, normal rausgehen. Ich hatte ja im Dezember meine zweite Bein-OP. Deswegen bin ich halt jetzt immer noch, ja, ans Haus gebunden. Und da sage ich immer zu denen, weil die immer sagen halt, ja, du machst ja eh die ganze, du zockst ja den ganzen Tag nur und so. Das ist Schwachsinn. Jetzt mal für alle, die es mir nicht glauben, es ist wirklich so. Sag ich mal, ich stehe natürlich stehe ich jetzt später auf, ich stehe nicht um 8 oder so auf, sondern um 12. Und das war schon bald, heute bin ich erst nach 2 aufgestanden. Aber sag ich mal, ich will mich wieder normalisieren, dass ich täglich um 12 aufstehe. Das reicht eh schon. Normalisieren. Ja, für mich halt, wenn du zu Hause bist, ist das natürlich alles ein bisschen abgedreht. Und dass sich das wieder normalisiert. So, dann musst du jetzt rechnen. Ich zocke, wenn ich jetzt, sagen wir mal, um 12 aufstehe, bin ich bis 3 Uhr wach, sagen wir mal, ja? Mhm. Und von diesen Stunden bin ich wirklich die meiste Zeit am PC, das ist einfach so. Das gebe ich ja zu, bin ich fast den ganzen Tag am PC, weil ich eh nichts viel anderes machen kann. Vielleicht lese ich noch ein bisschen in meinem Buch weiter und das war es dann aber auch schon. Apropos, ich lese wieder, ne? Was? Kennst du Ortikarius? Nee. Das war ein hochdekorierter Panzergeneral im Zweiten Weltkrieg. Hat einen Tiger gefahren und verdammt, das ist ein Buch. Panzer im Schlamm heißt es. Brutal interessant, also da fährst du wirklich halt, wie alles war damals und dass es ganz anders war, als uns in der Geschichte erzählt wird. Und dann, das ist einfach Erfahrung aus erster Hand, ne? Mhm. Von denen halt erfährst, wie alles war und so weiter. Wirklich ein super Buch. Und das lese ich halt, das ist. Weißt du, du denkst, das Buch, ich meine, ich habe ja schon Jahre nicht mehr gelesen. Und dann, denkst du dir, oh, 180 Seiten, oh, das ist ja. Früher habe ich ja so ein Buch an einem Tag gelesen, ne? Habe ich ja den ganzen Tag gelesen, als ich noch keinen PC hatte. Klar, ich war eine Leseratte. Und jetzt bin ich ja bei 90 Seiten, habe ich, guck mal, die Hälfte. Das ist Wahnsinn, wie lange man jetzt braucht. Und wie lange auch eine dauert, bis du zwei Seiten hast. Denkst, ach, die eine Seite hast du ja in 3 Minuten. Nee, da brauchst du 5 Minuten für das, oder mehr. Für eine Seite. Weil ich halt, wenn man halt alles, ich konnte früher immer recht schnell lesen. Ich konnte mal, aber wenn ich mich sehr konzentriert habe, musste ich langsamer lesen. Ist ja logisch, ne? Ja. Sag mal, malst du gerade? Nee. Wieso? Ich habe gerade irgendwie gedacht, du hast gerade mit dem Edding auf dem Blatt Papier gekritzelt. Irgendwie, ich glaube, du hast ein bisschen Tinnitus oder so. Nee, ich bin mir sicher. Nee, ich mir nicht. Okay. Na gut. Wo war ich denn geblieben? Eben, ja, man braucht halt schon lang zum Lesen. Und das war jetzt eigentlich nur ein Zwischensprung, weil ich gesagt habe, ich lese zum Zocken am Tag. Ich zocke eben, sag ich mal, wenn ich eben, wie viele Stunden sind denn das jetzt? Wenn ich zocke, vielleicht 2 Stunden am Tag, maximal, wenn ich sogar weniger. Wenn Benny on ist zum Beispiel. Wenn keiner on ist, dann zocke ich gar nicht. Echt? Nee, ich weiß nicht, was ich jetzt die ganze Zeit immer gemacht habe. Was? Aufgestanden,
Wartung so gewesen. Dann erstmal Lieder schneiden, weil ich habe letzter Zeit um die 600 Lieder geschnitten, weil ich die auf meinem anderen Kanal hochlade. Also nur Solos und so weiter. Habe ich halt jetzt geschnitten. Und da habe ich jeden Tag so um die 10 bis 15 Lieder geschnitten. Das dauert dann doch eine halbe Stunde. Dann habe ich erst gefrühstückt. Schön in Ruhe, halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Während ich mir einen Film reingezogen habe. Die letzten Wochen habe ich mir natürlich die ganzen Pastewka-Folgen angeschaut, weil ich die Serie recht geil finde. Ist eigentlich eine, finde ich immer noch super. Das ist echt einfach was zu lachen. Und eine super lustige Serie ist das halt. Und musst auch mal gucken, muss ich dir echt empfehlen. Ich weiß nicht, mir gefällt der nicht, keine Ahnung. Noch, weil die Staffel ist. Ja, was ist halt immer so geil ist, er baut halt immer Scheiße, ne? Er kann nicht einmal irgendwie was richtig machen, er baut immer Scheiße. Mit der Zeit nervt es ein bisschen, wenn du denkst, komm schon, da tut er dir schon fast leid. Ist alles so eine Serie, aber trotzdem. Und naja, habe ich mir das halt reingezogen. Dann habe ich neulich mal mit die ganzen GTA 4 Mods gemacht, da habe ich auch ein paar Stunden gebraucht am Tag. Und deswegen dauert das alles so lang. Stimmt, Junge. Und ja, was mache ich sonst noch? Eben gucke ich dann Videos eben noch ein paar. Was mache ich noch? Naja. Husten. Bisschen außerordentliche Aktivitäten auch. Weißt du, was ich meine? Nee, wichsen. Ich. Wie es immer so direkt sagt. Ich kann das auch dezent ausdrücken. Masturbieren. Nee. 5 gegen Willi. Ja. Genau. Nee, auf jeden Fall. So verstreicht halt der Tag. Und am Abend gucke ich mir auch meistens Filme an wieder. Und da hast du halt... Da bleibt wenig Zeit zum Zocken. Ich wüsste noch nicht, was ich zocken sollte. Die letzte Zeit geht's wieder mit Battlefield 3 an. Wo ich auch mal mit Benny wieder öfters zocke. Aber sonst... Wüsste ich nicht, was ich da... viel zu zocken hätte. Landwirtschaftssimulator natürlich nicht. Mit Minecraft habe ich probiert, dass ich das jetzt die letzten Tage hinbekomme mit Texturpack und Shaders Mod und so weiter. Das wollen wir ja die nächste Zeit auch wieder aufnehmen, ja. Ne? Oh, Nick, Hilfe. Auf meiner alten Map. Ich hoffe, dass das was wird, dass das hinhaut. Mit deiner Erdmauer. Ja, genau. Ah, das kann ich auch noch erzählen. Das wäre eine interessante Sache, oder? Wollen wir es jetzt erzählen oder wenn wir Let's Playen? Ja, können wir jetzt erzählen, oder? Nächsten Port. Jetzt, genau. Es ist vorbei. Ich fühle mich ziemlich schlecht. Ich bin todeskrank und todesmüde von der Arbeit. So. Erste Aufnahmesession würde ich sagen, beendet. Vielleicht brauchen wir gleich morgen nochmal eine. Ja, jetzt lass uns noch kurz, lass uns das noch hier fertig machen. Lass uns die. Bist du schon eigentlich schon fertig mit dem Ballen? Ja, sicher. Wo bist du jetzt? Am Feld. Gut. Also, guck doch mal, mach alle Ränder weg, ne, dass alles weg ist. Okay. Bitte. Hilfe. Und ich mach derzeit hier noch den Rest fertig. Das ist jetzt alles Gras. Gut, dann fahren wir das heim und dann, sag ich mal, ist der erste Arbeitstag. Ja, das kommt hin bis 6, ne? Also Ingame-Zeit. Ich habe gesagt, vorhin um 6 geht der Bauer ins Bett, ja. Kommt hin. Ja, eigentlich war es ja früher so, die Bauern sind immer schon um 10 ins Bett gegangen. Haben halt bis 9 Uhr oder so gearbeitet und dafür sind sie dann am nächsten Tag um 4 oder 5 aufgestanden. Krass. Toller Tag, ne? Ja, voll. Und heute haben wir so viele Nachwuchsbauern vom Landwirtschaftssimulator. Hoffentlich werden die mal alle Bauern. Ja. Es ist zumindest sinnvoll durch den Landwirtschaftssimulator, dass ich halt doch wieder viele Leute für die Landwirtschaft interessieren. Also nicht nur im Spiel, sondern auch überhaupt mehr Ahnung davon bekommen und so weiter. Es ist ja teilweise so, dass die Kinder in den Großstädten nicht mehr wissen, woher die überhaupt die Milch, die Eier und so weiter, das alles kommt. Vom Penny. Ja, das ist Wahnsinn teilweise. Das ist echt Bauer. Verblödet unser Land ist. Da muss echt mal wieder mehr Bauern geben. Es wird ja alles umfunktioniert zu riesigen Großbetrieben, riesige Hühnchenschlachtereien, wie zum Beispiel irgendwo eine Zelle. Da geht's ab. Werden die Viecher geschlachtet, zerstückelt, zerhackt. Alles. Das ist echt nicht mehr menschlich. Es wird halt alles industriemäßig gemacht, ne? Ja, diesen ja. Typischen kleinen, oder was heißt mittelgroßen Bauernhof wird es bald nicht mehr geben. Nur noch große. Ja, jetzt wird schon wieder hell. Ja, 5 Uhr. Na, sauber.
Also ich kann sagen, ich bin jetzt hier fertig. Ich bin auch gleich fertig. Ich kann ja eventuell nochmal vorbeikommen. Das Licht sieht hier ein bisschen kacke aus. Ja, weil wo geht es jetzt da nach links zum Abbiegen? Ah, hier schon. Jo. Was ist denn das? Hm, was denn? Achso, da liegt ein Gewicht. Ja, das muss ich noch zum Hof zurück porten. Das habe ich vergessen. Warte, dann füttern wir da aber noch schnell unsere Viecher, damit wir dann eine erhöhte Produktion haben, ne? Das dauert ja nicht lange. Also fütter ich derzeit schon mal. Derzeit, was laut ist das? Die Wortwahl ist immer so geil bei mir. Derzeit. Ausgewählter Dialekt. Mhm. Nee, ich muss da jetzt mal hinfahren und dann bekommen die Schweine und Kühe endlich wieder. Was? Nein, keine Schweine, Schafe und Kühe, sorry. Schweine gibt es zwar hier auch, aber wir haben das noch nicht voll und ganz begriffen, wie das vonstatten geht, wie das so funktioniert. Ja, da ist der Fendt. Die Frage ist jetzt so. Wenn ich jetzt hier reinfahre. wie füttere ich. Warte, nee, ich muss ja zum Trog hin, oder? Hier hin, hier drin ja, kann ich ja nur einstreuen. Genau. Ist so, oder? Ist so, ist so. Ah, da hinten ist der Trog. Sehr schön. Jetzt gibt's was zu fressen, ihr Kühe! Was tickst denn du schon wieder so aus? Ist wieder leicht aggressiv, ha? Sag bloß, man muss da rückwärts hinfahren. Wie soll denn das gehen? Ah, jetzt geht's. Gut. Der eine Trog ist voll, der zweite wird gleich voll. Was? Gras wird nicht angenommen, willst du mich verarschen? Ernsthaft? Ja, schreck gleich wieder voll rein. Gras wird hier nicht angenommen! Tja. Das ist Wahnsinn. Ist das wahrscheinlich nur für Gesundheit? Ist wahrscheinlich nur für Heu. Entschuldigung, danke, danke. Gut, die restlichen 20% bringe ich die hin? Zu den Schafen, genau. Ist natürlich nicht ganz so einfach mit dem Licht, denkt man immer, dass es leckt, aber wie gesagt, das ist ja nicht so. Hast du jetzt schon alles schön. Gleich. Verpresst. Erpresst. Verbackt. Immer gut, ne? Erpresst. Nee. Musst du zugeben. Das war Wortwitz. Du sagst, ich bin nicht lustig. Machst du jetzt einen Hund nach? Nee, ist Lachen. Oh mein Gott. So, jetzt gibt's. Jetzt gucken wir mal auf die Produktivität. Die ist, glaube ich, bei 40%, oder? Also, wenn man denen nur Gras gibt. Und das Heu könnten wir eigentlich auch reinmachen. Wir haben jetzt das Einstreu. Das maximale Fassungsvermögen des Futterdrucks reicht aus, um Tiere 6 Tage zu füttern. Ah, super! Das sieht ziemlich lang. Ja, schon, ne? Das ist 6 Tage Ruhe. Und wenn du dann nochmal einen hast, reicht es für 12 Tage. Ja, das ist einiges. Und ich würde auch sagen, ich würde die Zeit auf 15 mal lassen. Wenn man sagt, man spielt, eine Session sind 2 Stunden und das sind dann 4 Minuten, hier sind eine Stunde, 120 sind dann doch 1-2 Tage, ja. Und dann machen wir den Futterdruck noch voll. Na, komm schon. Hallo. Jetzt. Ja, hallo. Jawohl, alles leer. Wunderbar. Oh, mir fällt gerade noch was ein. Und was? Wir müssen ja Silage haben wir ganz vergessen, ne? Oder? Wieso? Wir müssen ja noch Silage machen. Nee. Na doch. Das habe ich gerade total vergessen. Da kommt ja, was kommt da rein? Heu oder Gras ist, glaube ich, egal, oder? Ja. Aber wieso Heu? Heu wäre ja sinnlos. Das ist ja dann ein sinnloser Arbeitsschritt.